Die Halle in Recht war für die diesjährige Ausgabe der Ostbelgischen Tischtennismeisterschaft wieder einmal gut besetzt. 79 Tischtennisspieler gingen in den verschiedenen Kategorien an den Start. Das Gros der Teilnehmer besteht aus männlichen Spielern. Nur 3 Frauen gingen in Recht an die Platte. Eine von ihnen ist die Eubnerin Melanie Becker, die nicht ganz nachvollziehen kann, wieso der Tischtennissport nur von wenigen Frauen in der deutschsprachigen Gemeinschaft praktiziert wird. Ich sehe in Deutschland, wie viele Vereine Frauen dabei haben. Da kann ich das absolut nicht verstehen hier, warum das nicht hier so ist. Die Turnierorganisation lag in diesem Jahr in den Händen der Verantwortlichen des TTC Recht St. Vith. Die Meisterschaft auszurichten, das ist ein wahres Mammutprogramm. An insgesamt 12 Tischen werden an einem Tag 176 Partien absolviert. Da ist man dann auch froh, wenn alles glatt läuft. Wir sind außerordentlich zufrieden, vor allen Dingen, da noch etliche Spieler abgesagt haben wegen der herrschenden Grippewelle. Es waren mehr oder weniger alle ostbelgischen Clubs präsent, auch wenn man sich vielleicht von der einen oder anderen Seite mehr Leute erwartet hätte. Die Königsklasse bildet wie in jedem Jahr die B- und C-Kategorie. Da Titelverteidiger Gerd Kriescher in diesem Jahr nicht antreten konnte, stand schon vor Turnierbeginn fest, dass es einen neuen Ostbelgien-Meister geben würde. Mit Peter Schuller, Ben Despineux und Aaron Lehnen gab es gleich 3 Favoriten auf den Meistertitel. Im ersten Halbfinale dann die Neuauflage des Finales von 2013 zwischen Ben Despineux und Aaron Lehnen. Lehnen konnte sich hier mühelos in 3 Sätzen durchsetzen. Der zweite Finalist wurde zwischen den ehemaligen Teamkollegen Peter Schuller und Christoph Stark ermittelt. Hier konnte sich Stark nach einer spannenden Partie etwas überraschend für das Finale qualifizieren. Auch im Finale konnte sich Christoph Stark, der für Rommersheim in der deutschen Rheinlandliga an den Start geht, gegen den Titelträger des Jahres 2011 behaupten. Ich denke, der Druck war ganz klar bei Aaron. Aaron hat eine sehr gute Technik, sehr gute Aufschläge und ist in Normal. Mir müsste eigentlich mich auseinandernehmen. Aber ich habe einfach mein Bestes gegeben. Ich habe taktisch variabel gespielt. Er hatte Angst in den gewissen Situationen und das Spiel ist auch sehr gut für mich gelaufen. Ich habe 2 Sätze zu 9 gewonnen. Das kann auch ganz anders ausgehen. Ein Trostpflaster gibt es vielleicht für den Zweitplatzierten. Denn als Vizemeister kann man es auch an die Spitze der ostbelgischen Regionalpolitik schaffen.